Zur Premiere der neuen Veranstaltungsreihe unter dem Titel 5-Sterne-Treff luden am vergangenen Donnerstag die Verantwortlichen ins Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen ein. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von den Industrie- und Handelskammern Halle-Dessau und Magdeburg sowie von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MBH. So soll mit der Idee der 5-Sterne-Treffs beste Unterhaltung geboten werden, durch die Verbindung von stilvollen Ambiente, außergewöhnlichen Tagungsorten und erstklassigen Referenten, erklärte Daniela Wiesner von der IHK. Sie übergab das Wort an den Hauptredner des Tages, den Marketing-Experten und Diplompsychologen Dr. Hans-Georg Heusel. In seinem Vortrag Neuromarketing – Der spannende Blick ins Kundengehirn erklärte er unter anderem die Vorgänge des Gehirns beim Konsumverhalten von Menschen. Doch was ist Neuromarketing und wovon handelt es genau? Neuromarketing nutzt die Methoden und Erkenntnisse der Hirnforschung für Marketingzwecke. Das heißt, man nutzt die Erkenntnisse, um einfach den Konsumenten, den Verbraucher besser zu verstehen. Und man nutzt es natürlich auch, um den Verbraucher ein Stück weit damit zu beeinflussen. Es handelt eigentlich darauf, dass man dem Konsumenten in den Kopf reinguckt. Das heißt, also heute wissen wir aus der Hirnforschung, dass ganz viele Entscheidungen unbewusst fallen, alle Entscheidungen emotional sind. Und die Hirnforschung hilft uns, diese Entscheidungen im Kopf, wie sie entstehen, einfach besser einzuschätzen und damit auch umzugehen. Ein Großteil, etwa 70-80% unserer täglichen Entscheidungen, werden also unbewusst getroffen und durch Emotionen bestimmt. Genau dieses Phänomen machen sich Marktforscher zu nutzen. Indem man zum Beispiel einen leichten Zitrusduft im Raum verteilt, die steigere nachweislich den Umsatz zu Häusel. Weiterhin erklärte er, dass unser Gehirn in drei Bereiche unterteilt werden kann: Stimulanz, Dominanz und Balance. Natürlich haben auch diese Erkenntnisse einen Dienst für Marketingstrategien. Sie dienen dadurch, dass man an vielen kleinen Stellen, sei es im Hotel oder im Tourismusmarketing, an vielen kleinen Stellen mehr positive Emotionen erzeugen kann. Und wir wissen aus der Hirnforschung, dass nur Emotionen Sinn, Wert und Bedeutung geben. Das heißt, nur wenn Sie Emotionen auslösen, bekommen Sie mehr Geld. Und damit müssen Sie natürlich wissen, wie das im Gehirn auch funktioniert. Das durchgängig gute Echo auf diese Veranstaltung lässt auf weitere spannende Veranstaltungen in naher Zukunft hoffen. Man bemühe sich, das hohe Niveau auch weiterhin zu halten, und Interessenten können sich immer wieder auf neue Referenten freuen.